Fuß? Mach mal Fuß. Ja, genau. Dann nicht so doll durchbiegen, ja? Ja, ja. Noch ein Stück weiter beilassen. Jo. Ach du Scheiße, das ist ja gar kein Rost. Ja, das sieht noch gut aus. Sieht wirklich gut aus, ne? Jo, das haben sie eingespielt, ne? Ja. Na, wenigstens was, ne? So, Herr Hanisch, du erzählst uns erstmal, was heute eigentlich ist. Erstmal bin ich wieder froh, hier zu sein, ne? Ja. Danke nochmal an alle. Entschuldigung, es tut mir echt leid. Lass mir das einfach mal so im Raum stehen. Die Leute wissen ja gar nicht, warum ich entschuldigt. Lass mir das einfach im Raum stehen, das müssen nicht alle wissen. War schon schlimm genug, wie es überhaupt gekommen ist. Egal. Ja. Okay, ich will es mal ganz kurz sagen. Also, Lasse hat uns alle beim letzten Mal angesteckt mit... Wie heißt denn das nochmal? Alles klar. Genau. Aber wir waren alle in OMV-Quarantäne. Ob das jetzt so alles von mir kam, ja? Oder, ja, ich bin jetzt die Bazille, also alles gut. So, okay. Ja, was machen wir? Seitenscheiben, Sitzbezüge, Frontscheibe. Frontscheibe ist schon raus. Überraschend kein Rost, Gott sei Dank. Und die Bezüge sind gekommen. Nochmal riesen Dankeschön an meine Freundin. Das war mein Weihnachtsgeschenk. Das ist wirklich geil. Und ja. Okay. Ich denke mal, das könnte gut aussehen. Ja. Ne? Schauen wir mal. Was ist auf deine Frontscheibe, Alter? Freue ich mich, bin gespannt, wenn die Perle einbaut, was das wird. Genau. Und für alle, die sich fragen, wenn Tom seinen Wagen gekauft hat. Ja, ich bin. Freue mich richtig noch. ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll, weil es ist einfach so. Es weiß von der Öffentlichkeit noch gar keiner, wo der gelandet ist, ne? Nein. Bei unserem Kollegen, Mike. Genau. Und ich danke dir, dass du mir die Scheibe verkauft hast. Ja, so bleibt sie wenigstens sein. Aber unser Besitz ist auch nicht schlecht. Wir freuen uns. Ja. Wie sieht's da aus? Gut. Genauso gut. Hallo. Das war aber nicht im Preis drin, ne? Nee. Ich dachte, dass ich hier noch arbeiten muss. Ja, hier ist einiges im Preis nicht mit drin. Ich dachte, das ist falsch. Abgerechnet wird zum Schluss. Guck mal in die Betriebsanleitung auf die erste Seite. Da ist ein Foto drin. Da ist ein Foto drin? Von meinen Eltern bei mir vor dem Haus, was ich jetzt gekauft habe, wie sie mit ihrem Trabi herstellen. Und mein Vater hatte genau denselben, ja. Ein Gletscherboden, deswegen wollte ich unbedingt einen blauen haben. Anschluss? Da? Außenwasser ist auch fertig. Was hast du denn gemacht? Ja. Guck mal, der geht hier hinten lang. Du, 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 du. Oha! So, dann hier. Zack. Hier ist L-Kompression. Ja. Dann geht das da hinten durch. Zack, zack, zack. Gar nicht schlecht, wa? Und das hier am geilsten. Das ist alles komplett eine Höhe hier, weißt du? Ja. Wo wir da hinten rauskommen. Da habe ich mir den Punkt von hinten genommen, weil ich das einmal richtig schön. Rübergezogen, geil, ne? Yeah. Ja, und jetzt hast du oben schön in jeder Ecke Luft. Geil, ist gut geworden, ey. Mayo bleibt die jetzt unten, die bleibt unten trotzdem drunter, ne? Die muss drunter bleiben, ja. Ja. Weil das ja, sind ja keine Neubezüge, das sind ja sogenannte Schonbezüge. Schonbezüge sind ja dafür da, dass du die halt über die vorhandenen rüberziehst, ne? Im Endeffekt ist es Pups. Mit Gummi oder ohne? Pups? Der Pups gehört? So, und da ich gesagt habe, so kann ich da denn, wenn er mir eine Vorwaffe erscheint, dann liegt und da hat er auch gesehen, den Vater hier gut vertrauenswürdig und da hat ja auch alles gepasst und so weiter und der wollte ich glaube ich unbedingt haben. So. Neu geschliffen und neu geschnitten, ne? Ja, ich bin ja nur nicht hier, müsst ihr alle wissen. Aber was? Nee. Vorsicht! Kann man kaputt gekriegt? Das Leben ist ein Arschloch, man lernt jeden Tag dazu. Man kann nicht alles wissen. Das stimmt. Hast du hier in der Backdose die ganzen Verschraubungen oder was? Angeblich, ja, da soll wohl alles drin sein. Angeblich? Angeblich? Habe ich so gekauft. Hab ich wirklich so gekauft. Was ist hier drin? Noch mehr Zeug. Gut, ist doch gut. Klar. Wenn ich so ohne Kopf stütze. Das stimmt. Rücksitzbank ist auch schon. Ah, ne, die habt ihr noch nicht. Ja, oder? Nicht.
Komm, dann guckst du ein bisschen, ob die Ecken auch wirklich alle gleich sitzen. Aber sieht gut aus, oder? Das ist auch straff genug so. Passt. Ich denke auch. Ich sage mal, man darf das auch nicht vergessen. Das sind Schonbezüge, ne? Ja. Und dafür, glaube ich, ist das schon. Das passt. Ja, dann kannst du schon wieder einbauen. Man sieht es ja derselbe Stoff wie vorher, ne? Nur halt neu, ne? Neu, ja. Ja, krass. Das war nicht aufgeblichen, ne? Jetzt guck mal da, wo die Öffnung ist, da ist irgendwo der Einschieber. Tja, wir wollen ja jetzt bei Lasse vorne das Safari-Fenster einbauen. Und wir haben das eben einmal schon mal reingehalten. Also im Prinzip so wie es jetzt ist, nur mit einem Stück Gummi. Das stecke ich hier unten einmal drauf. Dann legen wir quasi das Fenster einmal so rein. Und ich kann mir von innen diese Ecken anzeichnen, auf beiden Seiten. So, also im Prinzip vorher ausgemittelt, dass es richtig schön gerade drin sitzt im Rahmen. Dann zeichne ich mir diesen Ecken an und dann halten wir das Fenster quasi so an unsere angezeichneten Ecken. Und dann kann ich mir von innen die Löcher anzeichnen. Und soweit waren wir jetzt, haben im Prinzip hier das erste Loch schon gebohrt und da setzen wir jetzt die erste Niete rein. So, jetzt setze ich im Prinzip hier einmal die mittlere Schraube an. Gucken wir mal, ob das hier auch wirklich mittel ist. Die habe ich jetzt 2 mm. Also sitzt ja nicht so tief drin nachher. Nein, durch den Gummi steht es ja noch ein Stück hoch wieder, ne? Ja. Passt. Aber mach mal auf, bitte. Das kann so ein bisschen austarieren hier. Ich hatte ja mir vorher die Ecken angezeichnet. So. Gut. Jetzt machen wir das. Oh! Naja, die Bohrlöcher, die versiegel ich immer noch mal wieder ein bisschen mit Farbe, damit das hier nicht anfängt zu gammeln, ne? Die Nieten, die ich nehme, das sind Edelstahlnieten, aber um die mache ich auch noch mal ein bisschen Farbe rum, damit sich das richtig schön versiegelt. Das sind eine Einzugsnieten mit Gewinde drin, ne? Genau. Das heißt eigentlich in dem Fall, ja, steckst du jetzt durch und die spreizen sich hinten so ein bisschen, ne? Ja. Halten wir jetzt das Fenster noch mal wieder rein. Wegschraub wieder. Bequem? Genau. Das sieht so schlecht nicht aus. So, jetzt bauen wir es nochmal raus, dann machen wir die letzten beiden. Nee. Ob du mit dem Open hier bist, Mann? Nein, warum? Wir haben einen Helm hier unter, oder nicht? Könnte mal gut. Schönen Abend. Ciao. Ciao.